Was hast du freier? Nichts. Es ist nichts. Nur ein bisschen in alten Zeiten geschwelgt. Denkst du immer noch an ihn? Da vorne tut sich was. Yeah. Haha, welch herrlicher und köstlicher Regen. Fast so, ja, fast so, als wolle der Himmel unseren Sieg segnen. Oh, Kuja. Dank der von dir gelieferten Schwarzmagier ist Bourmes ja schon so gut wie erobert. Aber ausgerechnet den König habe ich noch nirgends aufspüren können. Wenn wir uns nicht des Königs entledigen, dann werden diese widerlichen Ratten in ihren Löchern wieder zu Kräften kommen und wer weiß, auf was für törichte Ideen sie dann noch kommen. Also, Generälin Beatrix, ich beauftrage umgehend Zorn und Sonn mit einer Durchsuchung der ganzen Stadt. Auch ich werde an dieser Suchaktion teilnehmen. Wenn das mal keine Zeitverschwendung ist. Bitte? Wisst ihr das denn nicht? Ratten kommen aus ihren Löchern gekrochen, wenn es ein Erdbeben gibt und fliehen. Jedes Mal. Dieses Mal haben sie sich in den schützenden Sand verkrochen. Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes den Schwanz eingezogen und sind abgehauen. Ach ja, der König übrigens allen voran. Sand? Nicht doch, du meinst doch nicht etwa Clara. Wenn sie wirklich nach Clara sind, dann macht das die Sache aber ungemein unangenehm kompliziert. Clara. Könnten wir den Sandwirbelsturm durchdringen, dann wäre ein Angriff mit meiner Einheit das Leichteste, aber sie sind tatsächlich in Clara, dann war es das für uns. Kuja, kannst du denn nicht wieder etwas mit deinen Kräften bewirken? Bitte setzt euer Vertrauen in mich. Es soll mir zu höchsten Freuden gereichen, eurer Hoheit ein Spektakel bieten zu dürfen, welches euch hoffentlich zufriedenstellen und in der Lage sein wird. Ich hätte eine kleine Bitte an euch, Generälin. Könntet ihr nicht vielleicht alle eure Truppen vor Clara zusammenziehen und in Position bringen? Diese Ratten werden sicher bis auf das letzte Widerstand leisten. Vielleicht reichen meine Schwarzmagier alleine nicht aus, um sie auszurotten. Natürlich, Kuja. Natürlich. Hast du das gerade gehört? Ja. Aber wer ist eigentlich dieser unheimliche Kerl? Tja, da bin ich überfragt. Clara. Meinten Sie wirklich die legendäre Stadt Clara? So ist es. Seit sie jeglichen Kontakt zur Außenwelt abgebrochen haben, sind wohl bald 100 Jahre vergangen. Sie haben es also bis nach Clara geschafft, dann werden sie für eine Weile in Sicherheit sein. Was ist Clara überhaupt für eine Stadt? In Clara wohnt ein Volk, in dessen Adern dasselbe Blut fließt wie in diesen burmesianischen Folge. Nur eine kleine Streitigkeit vor langer Zeit hat einen Keil zwischen unser Volk getrieben. Nun leben sie zurückgezogen und friedlich in ihrem durch einen Sandwirbelsturm geschützten Stadt, sagt man. Hey, Freier, da kommt schon wieder jemand. Oh nein. Tut mir leid, das ging mir jetzt gerade zu schnell, da konnte ich nicht sagen. Ihr, eine weitere Schändung unseres geliebten Landes lassen wir nicht zu. Ha, ihr wollt euch tatsächlich mir, Beatrix, zum Kampf stellen. Beatrix? Euer Mut zumindest verdient durchaus Anerkennung, aber glaubt ja nicht, ich werde Gnade zeigen. Wartet, Beatrix. Wenn sich dir jemand zum Kampf stellt, so sind das wir. Überlass uns das Feld hier. Kümmere dich um den König, mein Bester. Vergebt uns, Freier, wir vertrauen auf euch. Ich glaube, diese Mäuslein unterschätzen mich etwas. Für mich, die ich auch noch unter dem geflügelten Namen Tausend Trolle mit einem Streich bekannt bin, ist allein die Vorstellung, gegen euch zu kämpfen, fast schon beschämend. Na, dann komm mal her, Beatrix, in dein Maul gibt's jetzt mal. So. Jetzt gibt's voll auf die Fräse. Fräse. Das schwöre ich dir, Beatrix. Ja. Mit Sidan werden wir nichts anderes machen. Also Quina wird angreifen. Wie gewohnt, Sidan wird klauen. Vivi wird sich sammeln. Freier wird ein Sprung. Phönixfeder, das ist natürlich das Unnützeste von allem, was wir bis jetzt sammeln konnten.
Wir werden Quina ab jetzt auch fürs Heilen nur noch benutzen. Wie ihr denn sehen könnt, hat sie schon einiges an Schaden. Genau, das ist Mir Wayne. Wir fressen das. Habe ich auch kein Problem mit. So, zack. Diebstahl fehlgeschlagen. Genau das habe ich gemeint, das wird passieren. Potion. Bam! Sie dann, klar. Und freier Speer. Wir werden auf jeden Fall alles versuchen zu klauen, was wir klauen können. Ne? Seriously? Oh man. Is it serious? Ach, come on, ey. Ganz im Ernst jetzt. Ist ja lächerlich. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Ugh. Sammeln. Potion. Diebstahl. Oh man, komm schon, man. Jetzt mal seriously, das ist der letzte Kampf und du kannst nicht einfach... Attack. Clown. Sammeln. Vivi wird sammeln. Ja, das hat ihm jetzt nicht so viel genutzt. Da habe ich jetzt keinen Stress mit. Bam. Sehr schön. Quina wird sich jetzt auch nochmal heilen. Sie dann klaut natürlich mit Fehlgeschlagenheit. So, Vivi könnte natürlich noch ein bisschen was bekommen. Aber wir werden jetzt einmal einen Sprung einsetzen. Sie dann klau bitte. Jawohl. Absorbier nur. Habe ich kein Problem damit. Potion. Und Quina heilt sich weiter. So muss das. Sie dann müsste jetzt mal langsam was klauen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Vivi hat jetzt ein paar Mal wieder gesammelt. Das ist schon mal gut. Was macht das hier? Ja, probieren wir einfach mal. Dann sehen wir das, was es auch macht. Speer, Pam! Und das ist super duper. Nasshauch! Bam! Nasshauch! Wir geben jetzt einfach mal Vivi nochmal eine Potion. Einfach so, weil wir es können. Plattenpanzer geklaut, das ist wichtig. Jetzt noch ein Gegenstand, ich weiß nicht mehr, was es war. Aber es ist auf jeden Fall was Wichtiges, was wir klauen sollten. Oh, bitches, please. Klauen. Vivi sammeln, freier Potion. Aber der Schocker, der geht schon richtig zur Sache, Leute. Ist so. Ist echt so, ohne Flachs, ey. Muss man einfach sagen. Vivi sammelt sich mal weiter. Soll sie mal bitte eine Donnerklinge wieder benutzen? Und dann sammelt sich sie dann auch nochmal schön. Es tut schon richtig weh, sowas. Ja, normaler Angriff ist schon... zwar effektiv, aber... nicht das Schlimmste der Welt, das ist auszuhalten. Sie nutzt zwar schon richtig viel, aber es ist alles noch, wie gesagt, alles noch im Rahmen. Und sobald wir eingesammelt haben, was wir brauchen, werden wir voll durchstarten. Und das meine ich jetzt wirklich todernst. So. Klau mal schön weiter. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie lange das jetzt noch braucht, bis wir... Exekution. In 100 Jahren wäret ihr nicht meiner wert. Fuck, wir haben es nicht geschafft. Shit. Shit, ich wollte eigentlich noch... Seht nur, wie schwach ihr seid. Ich wollte eigentlich noch... das dritte Item, dieses Mithril-Schwert fangen, aber es ist jetzt leider vorbei. Mist. Verdammter. Mist. Ha, ihr naiven Einfallspinsel. Jemand, der es mit mir aufnehmen könnte, gibt es wohl auch in diesem Lande nicht. Beatrix, bist du fertig? Dann beginne sofort mit der Vorbereitung für unsere Invasion in Clara.
Ja, meine Königin. Ja. Nun, diese widerlichen Ratten sind kein Problem mehr. Dieser kleine Junge hier schon eher. Warum der kleine Junge schon eher? Lass Vivi in Ruhe, du Mongo. Lass Vivi in Ruhe. Jetzt kriegen wir eine kleine Abschieds-Cutscene von Clara. Sieht ziemlich übel aus hier, muss man einfach sagen. Und das hier dürfte wohl niemand Geringeres als Kuya sein, der sich da vor uns stellt. Freya, Zidane und Vivi vollkommen am Ende. Kuya fühlt sich ganz toll, weil er daneben zugeschaut hat. Mit seinen langen, oh, nassen Haaren in seinem Slip rumlaufend. Wunderschön, ja. Freya will sich nochmal aufrichten, aber irgendwie klappt das alles noch nicht so ganz. Aber Kuya fliegt mit seinem Silberdrachen davon. Beziehungsweise ich denke mal, dass das der Silberdrache ist von ihm. Beziehungsweise ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es der Silberdrache ist. Sagen wir es mal so. Ja, das machen wir so. Sage ich es euch so. So. Soll der Spielstand gespeichert werden? Natürlich soll der Spielstand gespeichert werden. Wir haben es leider nicht mehr ganz geschafft. Finde ich schade. Aber nichtsdestotrotz war das schon in Ordnung. So, jetzt gehen wir mal hier raus. Und hier steht... Ne, wir haben natürlich schon gespeichert und alles. Bitte CD2 einlegen. Ja, meine Freunde, mit diesem Bildschirm verabschiede ich mich von euch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin, euer Brandy. Chosen.